Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 17. Juni 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Fisch stinkt immer vom Kopfe her. Diese Volksweisheit lässt sich auf vieles übertragen: Konzernleitungen, Regierungen, Eliten und auch so manchen Parteivorstand, namentlich denjenigen der Partei Die Linke, der jetzt den offenen Bruch mit der prominentesten Politikerin probt. Die Junge Welt berichtet. Am Samstag, den 10. Juni, forderte der linke Parteivorstand Sarah Wagenknecht auf, ihr Bundestagsmandat zurückzugeben und verkündete: Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Am Montag wollte Co-Parteivorsitzende Janine Wissler kaum drüber reden. Sie eröffnete die montägliche Pressekonferenz ihrer Partei im Berliner Karl-Liebknecht-Haus mit einer Erklärung zu drei Themen: Asyl, Manöver Air Defender, Inflationsprämien für Bundeskanzler und das übrige Kabinett. Alles im Rahmen der obrigkeitlich zugelassenen Opposition. Danach fügte sie an: Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten Tagen bemerkenswert viele neue Eintritte in die Partei verzeichnen können. Das habe vielleicht mit Beschlüssen vom Wochenende zu tun. Die wenigen Journalisten vor Ort interessierten sich allerdings fast ausschließlich für den Rauswurf Wagenknechts, erhielten aber im Wesentlichen Stehsätze und Formales als Antworten. Was sei mit dem Fraktionsstatus im Bundestag? Wissler: Ein hohes Gut. Ein Mandatsverzicht gefährdet den Status nicht. Aber mehrere Landesverbände unterstützten den Beschluss, Mitglieder und Funktionäre schickten zustimmende Briefe und hätten ihn überfällig genannt. Im Übrigen, die Fraktion tage an diesem Dienstag. Kritik von der Fraktions-Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali? Man sei im Austausch gewesen. Wie am Samstag galt in der Pressekonferenz Wisslers die Devise: bloß nicht die Haltung der Parteiführungskräfte zum Ukraine-Krieg und zu Waffenlieferungen erwähnen. Mit Ausnahme des rituellen "Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg". Vom Ruf des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der Vize-Parteichefin Katina Schubert nach Panzern war daher keine Rede. Die Parteichefin warf allein Wagenknecht und deren Unterstützern vor, gegen Programm und Demokratie der Partei verstoßen zu haben. Sie hätten Parteiressourcen abgezogen und Abwerbegespräche geführt und hielten sich generell nicht an demokratische Beschlüsse, etwa des Parteitages 2022. Rücktritt des Parteivorstandes wie vom früheren Vorsitzenden Klaus Ernst gefordert? Fehlanzeige. Auch der Parteivorstand sei demokratisch gewählt. Wir werden diese Partei verteidigen. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dadalan äußerte auf dpa-Anfrage, die Parteiführung folge einer Logik der Säuberung und sektiererischen Praktiken. In der Logik der Säuberung von Frau Wissler liegt es sicherlich, jetzt auch auf die Spaltung und damit auf die Auflösung der Fraktion im Bundestag zu drängen. Dadalans Kollege Alexander Ulrich sagte der Nachrichtenagentur, der Beschluss der Parteispitze sei ohne jede Konsequenz. Die Bundestagsmandate gehörten nicht der Partei, sondern den gewählten Abgeordneten. Er warf der Parteispitze abermals Inkompetenz vor. Mit diesem Vorstand werde die Linke nicht überleben. Bereits im ZDF Morgenmagazin hatte die stellvertretende Fraktionschefin Gesine Lötzsch kritisiert: Der Beschluss des Parteivorstands führt zu keiner Lösung. Und vor allen Dingen ist er in der Sache wirkungslos. Wagenknecht ziehe viele Menschen an. Die Linke müsse eigentlich ein Interesse daran haben, so eine Genossin wie Sarah Wagenknecht zu halten. Bereits am Wochenende hatte Lötzsch eine inhaltliche, keine bloße formale Auseinandersetzung verlangt. Die FAZ berichtete, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete ebenfalls. Sarah Wagenknecht denkt offen über eine neue Partei nach, hat aber noch ihre alte. Daraus ergibt sich weniger für Wagenknecht als vielmehr für die Partei Die Linke ein Problem. Der Parteivorstand will nicht bangend darauf warten, wann oder ob sie die Partei verlassen wird, sondern in die Offensive kommen. Dies brachte einen Beschluss zum Ausdruck, der am letzten Samstag veröffentlicht wurde. Darin macht der Vorstand nach eingehender Beratung einstimmig mit Wagenknecht Schluss, allerdings nur symbolisch. Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht, heißt es in dem Beschluss.
Doch die Partei kann Wagenknecht aktuell nicht gegen deren Willen loswerden. Also bleibt es bei pfeffrig formulierten Forderungen. Wagenknecht sei der Aufforderung, eindeutig von einem konkurrierenden Parteiprojekt Abstand zu nehmen, bis heute nicht gefolgt, klagt der Parteivorstand. Das stimmt. Noch am selben Tag, am Samstag, verbreitete Wagenknecht ein neues Interview, das sie gegeben hatte und in dem sie Spekulationen um die Neugründung einer eigenen Partei anheizte. Sie sei in Diskussionen involviert und wünsche sich natürlich, dass etwas in Bewegung kommt. Der Parteivorstand beschrieb es in seinem Beschluss als ein Gebot der Fairness, dass alle, die sich am Projekt einer neuen Partei beteiligten, ihr Bundestagsmandat zurückgäben. Parlamentarier aus dem Wagenknecht-Lager griffen die Parteiführung daraufhin scharf an. Dieser Parteivorstand hat fertig, sagte die Bundestagsabgeordnete Saglin Nastic am Sonntag der FAZ. Die beliebteste linken Politikerin vor die Tür setzen zu wollen, sei nicht nur völlig verantwortungslos, sondern hat etwas von politischen Geisterfahrern. Nastic erinnerte daran, dass die Partei mit ihrer Vorsitzenden Janine Wissler als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl nur 4,9% erreicht habe. Nun zeigten Umfragen, dass die Parteiführung auch in der Opposition ihrer Arbeit nicht nachkomme. Die linken Abgeordneten Klaus Ernst und Alexander Ulrich forderten in einer Erklärung, die der FAZ vorliegt, den Parteivorstand auf, geschlossen seinen Rücktritt zu erklären. Sarah Wagenknecht soll auf keinen Fall ihr Mandat zurückgeben, heißt es da. Sie spreche für Millionen Menschen und tausende Mitglieder an der Basis der Linken. Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ging auf Distanz zum Beschluss der Parteiführung. Sie beschrieb den Vorstoß gegen Wagenknecht als großen Fehler und einer Partei unwürdig, die sich Solidarität und Pluralität auf die Fahnen schreibt. Am neu aufflammenden Streit um Wagenknecht zeigen sich nun deutlicher denn je die Risse, die quer durch die Partei gehen. Die Parteiführung stellte es in ihrem Beschluss so dar, dass es Wagenknecht selbst sei, die spalterisch vorgehe. Wenn Einzelne versuchten, der Partei mit Drohungen einen anderen Kurs aufzuzwingen, sei das schlicht Erpressungsversuche. Die Anhänger von Wagenknecht wiederum sehen die bekannteste Politikerin der Linken von Neidern und Opportunisten gemobbt. Dass sich die Lage annähern, steht nicht zu erwarten. Eine baldige Entscheidung Wagenknechts über eine neue Partei aber auch nicht. Es heißt, sie prüfe, ob ein solches Projekt noch in diesem Jahr möglich sei. Bei den Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2024 sieht es danach aus, dass der Wehretat von möglichen Sparauflagen befreit wird. Wenn es aber um die Einhaltung von Schuldenregeln der EU geht, sieht Finanzminister Lindner grundsätzliche Ausnahmen für die Verteidigungsausgaben kritisch, berichtet die Tagesschau. Lindner sagte, er sehe eine Ausnahme von Militärausgaben von den Regeln skeptisch, weil die Kapitalmärkte nicht zwischen den Motiven für die Aufnahme von Schulden unterschieden. Für die Kapitalmärkte sind Schulden gleich Schulden und zu hohe Schulden führen zu Instabilität. Sie heizten möglicherweise die Inflation an und verringerten die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. In Deutschland müssen bei der aktuell laufenden Aufstellung des Bundeshaushalts für 2024 dem Vernehmen nach alle Ministerien mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums sparen. Lindner hatte den Ministerien Ende Mai mitgeteilt, wie viel Geld ihnen im kommenden Jahr pauschal zur Verfügung stehen soll. Aktuell laufen dazu aber noch Gespräche, in die teils auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, involviert ist. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert dagegen eine deutliche Erhöhung des Wehretats. Die viel beschworene Zeitenwende wird von der Ampel langsam aber sicher zu Grabe getragen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Johann Wadephul der Süddeutschen Zeitung. Eine durch das Sondervermögen wachsende Bundeswehr könne dauerhaft nur durch einen parallel steigenden Wehretat finanziert werden, sagte Wadephul. Er kritisierte Pläne, das 2%-Ziel der NATO vor allem durch die Einrechnung der Investitionen aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zu erreichen.
Ich denke, die Menschen in Deutschland werden es den herrschenden Eliten danken, wenn das Gesundheitssystem runtergefahren und teurer wird. Wenn mehr Menschen auf dem Weg ins Krankenhaus sterben, weil erreichbarere geschlossen wurden. Wenn Inflation und Steuerlast sie zu Robotern machen, die nur noch arbeiten, sich ausbeuten lassen und dienen dürfen. Wenn nichts mehr übrig ist für Schulen, Kinder, Senioren, Infrastruktur, nur damit die Rüstungskonzerne ungehindert weiter Profit machen können. Sicherheitspolitische Experten haben in EU-internen Fachgremien auf eine wachsende Gefahr für die Sicherheitslage in Europa durch den Krieg in der Ukraine hingewiesen, schreibt das zur Heise-Gruppe gehörende Nachrichtenportal Telepolis. Ein internes Protokoll, das Telepolis vorliegt, verweist in diesem Zusammenhang auf die Rückkehr radikalisierter Kämpfer aus dem Kriegsgebiet in EU-Staaten. Gleichzeitig wächst demnach in Brüssel die Sorge vor einem schwer kontrollierbaren Rückfluss von Waffen, Sprengstoff sowie biologischen, chemischen und nuklearen Kampfmitteln. Die EU-Experten wiesen dabei vor allem auf den Zustrom von Waffen und Sprengstoff hin, aber auch auf die Rückkehr von ausgebildeten, gewaltbereiten und extremistischen Freiwilligen aus dem Ausland sowie auf Versuche, die Gesellschaften in einigen Mitgliedstaaten weiter zu radikalisieren. Berichte über eine wachsende Gefahr durch Kriegsrückkehrer und die Verbreitung von Waffen und Kampfmitteln aus dem ukrainischen Kriegsgebiet hatte es seit Beginn des russischen Einmarsches immer wieder gegeben. So äußerte sich die Direktorin der Europäischen Polizeibehörde Europol bereits im Mai 2022 besorgt über den Verbleib von Waffen, die aus der EU in die Ukraine geliefert worden waren. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Wir wollen eine Situation verhindern wie vor 30 Jahren im Balkankrieg, sagte Catherine de Bol, damals unter anderem der Welt am Sonntag. Die Waffen aus den Balkankriegen würden noch heute von kriminellen Banden genutzt. Nach Angaben aus Kiew sollen sich 20.000 ausländische Freiwillige am Krieg gegen die russischen Truppen beteiligen. Aus Deutschland seien es ruhig rund 1.000 Kämpfer. Aus der Terrorismus-Arbeitsgruppe in Brüssel heißt es, eine kleine Minderheit der Europäer, die im Ukraine-Krieg kämpfen, sei als gewalttätig extremistisch motiviert einzustufen. Diese Akteure kämen sowohl aus dem rechtsextremen Milieu als auch aus linksextremen Strukturen. Eine dritte Gruppe sei dem islamistischen Extremismus zuzuordnen. Die EU-Terrorismus-Experten schätzten die Lage im April wie folgt ein. Die überwiegende Mehrheit der Freiwilligen hat sich der ukrainischen Seite angeschlossen, aber es gibt auch einige, die auf russischer Seite kämpfen. Wachsamkeit ist geboten im Hinblick auf die möglichen Folgen für Terrorismus und gewalttätigen Extremismus, da extremistische Freiwillige, die über Kampf- und Waffenausbildung sowie ein größeres persönliches Kontaktnetzwerk verfügen, nach ihrer Rückkehr eine Bedrohung darstellen könnten, nicht nur als potenzielle Angreifer, sondern auch als Anwerber und Verbreiter von Radikalisierung, Propaganda und, das Unwort des Jahres, Desinformation. Schon jetzt kommt es laut Telepolis vorliegenden internen EU-Protokoll zu Waffenschmuggel aus der Ukraine, wenn auch nur sporadisch. Dies könnte sich aber nach dem Ende des Konflikts schnell ändern. Denn es sei eine größere Verbreitung und Verfügbarkeit von Waffen, Sprengstoffen, Munition und CBRN-Materialien zu befürchten. CBRN steht für chemische, biologische, radioaktive und nukleare Kampfstoffe. Die Gefahr, dass terroristische Gruppierungen und gewaltbereite Extremisten, aber auch Gruppierungen der organisierten Kriminalität die Gelegenheit nutzen, solche Materialien zu beschaffen, zu horten und nach auf die illegalen europäischen Märkte zu bringen, stellt ein generelles Problem für die innere Sicherheit der EU dar, heißt es in dem EU-Dokument weiter. Verstärkt werde diese Gefahr durch das mögliche Einsickern von Mitgliedern terroristischer Organisationen im Zuge der Flüchtlingsströme aus der Ukraine in die EU. Diese und andere potenzielle Gewalttäter könnten auch durch den Einsatz von Drohnen auf ukrainischer und russischer Seite inspiriert werden. Leicht zugängliche Drohnen, die ursprünglich für zivile Zwecke vorgesehen waren, können zu Trägersystemen für den Einsatz von improvisierter Munition und CBRN-Stoffen umfunktioniert werden. Generell sei davon auszugehen, sagte damals ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage der Telepolis-Redaktion, dass die potenzielle Kriegsbeteiligung von ausgereisten deutschen Extremisten die von ihnen ausgehende Gefahr erhöhen könne. Die Sicherheitsbehörden arbeiten
arbeiten daher eng und intensiv zusammen, um Ausreisen von Extremisten zu verhindern. Wie genau sie das bewerkstelligen wollen, darüber schweigen sich die Behörden aus. Die NATO probt den Dritten Weltkrieg in der Luft. Die Zeitung Unsere Zeit berichtet über das größte NATO-Flugmanöver Defender 2023. Der Luftraum über Osteuropa ist umkämpft. Artikel 5 des Nordatlantikvertrages wurde aktiviert. Innerhalb kürzester Zeit werden hunderte Kampfjets aus den USA und aus anderen NATO-Staaten nach Deutschland verlegt, um von hier aus Richtung Russland zu fliegen. Auch die atomwaffenfähigen F-35 Tarnkappenflugzeuge werden für den Einsatz vorbereitet. Die ersten Stunden eines großen Krieges sind angebrochen. Dieses Szenario bildet die Grundlage für das Manöver Air Defender 23, das vom 12. bis zum 23. Juni stattfindet. Dabei wird der Luftkrieg gegen einen imaginären Feind, der selbst über eine potente Luftwaffe verfügt, simuliert. Wer damit gemeint ist, kann schnell erraten werden. Die Manöverleitung mag sich in ihrer öffentlichen Kommunikation noch zurückhaltend geben, doch Michael A. Lowe, General der US Air National Guard, brachte seine Motivation schon vor einiger Zeit zum Ausdruck. Im Jahr 2021 wünschte er sich mit Blick auf Air Defender, dass seine Leute mehr über unsere drohenden Gefahren China und Russland nachdenken. Das Manöver wird nach dem Prinzip Train as you fight durchgezogen. Einsatzgebiete, Taktiken, Logistik, all das, alles soll so realistisch wie möglich sein. Dass Deutschland zur zentralen Drehscheibe der Übung wird, ist daher kein Zufall. Auch im Ernstfall würden unzählige NATO-Jets von deutschen Flugplätzen starten und ausschwärmen. Ebenso realitätsnah sind die Flugrouten, die die Kampfflugzeuge testen werden. Sie führen an die Ostgrenzen des NATO-Gebiets bis an die russische und die ukrainische Grenze. Was auf den ersten Blick wie eine dreiste, aber übliche Provokation wirkt, ist in Kriegszeiten eine handfeste Gefahr für den Weltfrieden. Ein Unfall mit russischen Militärmaschinen, eine fehlgeleitete Navigation oder ein Pilotenirrtum können ausreichen, um einen Übungsflug in einen Angriffsakt wie einen Angriffsakt erscheinen zu lassen. Besonders bedrohlich wird es, wenn die Ukraine den Windschatten des Manövers nutzen sollte, um Angriffe durchzuführen, während die russische Luftüberwachung gezwungen ist, die NATO-Aktivitäten zu verfolgen. Derzeit kommt es fast täglich zum Beschuss russischen Territoriums. Penetrant droht der ukrainische Präsident mit größeren Attacken. Das Eskalationspotenzial eines ukrainischen Militärschlages, während in der Nähe NATO-Jets patrouillieren, liegt in dieser Situation auf der Hand. Die Bundesregierung ist nicht nur bereit, diese enormen Risiken in Kauf zu nehmen, sie setzt sogar die gängigen Sicherheitsmaßnahmen aus. Russische Beobachter, die sich versichern könnten, dass die Übung nicht zur Vorbereitung eines Angriffs genutzt wird, sind nicht eingeladen. Noch nicht einmal eine formale Ankündigung soll es geben. Wir werden Ihnen keinen Brief schreiben. Sie werden die Nachricht schon verstehen, wenn unsere Flugzeuge ausschwärmen, antwortete der oberste deutsche Luftwaffengeneral Ingo Gerhards Anfang April auf die Frage, wie Russland informiert wird. Es folgen internationale Meldungen. Ukraine-Konflikt. Die ukrainische Gegenoffensive läuft seit etwas über einer Woche. So viel lässt sich feststellen. Offenbar handelt es sich dabei momentan um Probevorstöße, um auszutesten, wo sich die schwächsten Stellen der russischen Verteidigung befinden, so schätzt es unter anderem der pro-ukrainische Militärblogger Arthur Rehi aus Estland ein. Dabei überhöhen die Mainstream-Medien nahezu vollständig die ukrainischen Erfolge, obwohl es sich lediglich in der Masse um leere Dörfer und freies Feld bei den Geländegewinnen handelt und noch nicht einmal die erste russische Hauptverteidigungslinie erreicht wurde. Dabei verzeichnet die ukrainische Seite hohe Verluste an Menschen und Material. Einige Leopard-Panzer sowie mehrere US-Panzer des Typs Bradley wurden entweder zerstört oder erbeutet. Wie ernst die Lage für den Westen ist, zeigt sich an einer Aussage des Militärexperten Carlo Massala
Bei Markus Lanz, wie der Fokus berichtet. Da zeigt sich, wie gut das westliche Material ist, weil ganz wenige ukrainische Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Gute Panzerung, die kommen raus und konnten abhauen. Feierte Marsala den Erfolg, als seien Panzer primär fahrende Bunker. Der Nutzen von Panzern in dem momentan umkämpften Gebiet ist ohnehin umstritten, da es wahrscheinlich eher auf Artillerie ankommen wird. Warum die Ukraine bereits jetzt für ihre sogenannten Probeattacken schon geliefertes westliches Spezialequipment verschleißt, bleibt der Spekulation überlassen. Es wurden durch kontinuierliche russische Drohnen- und Raketenangriffe der letzten Wochen etliche Rüstungsdepots der ukrainischen Armee zerstört. Präsident Putin sagt dazu in diesem von Russische Welt TV übersetzten Statement: Diese Gegenoffensive ist von großem Ausmaß, mit dem Einsatz, wie ich schon vor einigen Tagen öffentlich sagte, von Reserven, die gerade für diese Ziele vorbereitet wurden. Diese Gegenoffensive läuft schon seit dem 4. Juni, da hat sie angefangen. Und sie wird bis heute fortgesetzt. Jetzt gerade findet sie auch statt. Ich habe gerade eben den neuesten Bericht gehört, das, was jetzt gerade vor sich geht. Also am Frontabschnitt Schachtjorsk begann die Attacke direkt früh am Morgen. Bis zu 100 Mann, 4 Panzer, 2 gepanzerte Fahrzeuge. Auf dem Vremensky-Frontabschnitt auch einige Panzer und einige gepanzerte Fahrzeuge. Ein Angriff in mehrere verschiedene Richtungen. Zerstört wurden einige Panzer, einige gepanzerte Fahrzeuge. Ein Feuerschlag wurde durchgeführt gegen die Infanterie. Sie sind nicht bis an die vordersten Linien vorgedrungen. Aber insgesamt ist es natürlich eine groß angelegte Offensive. Auf dem Vremensky-Abschnitt haben sie begonnen und auf dem Schachtjorsk-Frontabschnitt und in Saporoschje. Diese wurde gestartet, gerade auch mit dem Einsatz der strategischen Reserve. Und sie läuft jetzt gerade weiter. Also gerade jetzt, wo wir uns hier versammelt haben und darüber sprechen, toben die Kämpfe an mehreren Abschnitten. Also, was kann man sagen? An keinem der Abschnitte hatte der Gegner Erfolg. Sie haben große Verluste. Und für uns natürlich Gott sei Dank. Ich werde jetzt nicht die personellen Verluste nennen, das soll lieber das Verteidigungsministerium tun, das zählen. Aber auch die Struktur dieser Verluste ist für sie sehr ungünstig. Was meine ich damit? Also von allen Verlusten nähern sie sich einer Statistik, die man als katastrophal bezeichnen kann, was das Personal betrifft. Sie haben eine Struktur dieser Verluste, die für sie sehr ungünstig ist, weil die Verluste, wie wir heute wissen, können Verletzungen sein und auch unumkehrbare Verluste sein. Und normalerweise, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber normalerweise betragen die unumkehrbaren Verluste ungefähr 25%, also maximal 30%. Aber sie haben fast 50-50. Das ist das Erste. Und zweitens, also wenn man jetzt die unumkehrbaren Verluste nimmt, ist es ja klar, dass die verteidigende Seite weniger Verluste hat. Aber hier ist das Verhältnis ungefähr 1:10, also zu unseren Gunsten. Wir haben 10-mal weniger Verluste als die Verluste der ukrainischen Streitkräfte. Was die Panzertechnik betrifft, so ist das ein noch ernsteres Thema. Sie haben in diesem Zeitraum über 160 Panzer verloren und über 360 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Art. Und das ist nur das, was wir sehen. Es gibt ja auch noch Verluste, die wir nicht sehen, die zugefügt werden durch weitreichende Präzisionswaffen gegen die Ansammlung von Personal und Technik. Das heißt, in Wahrheit sind diese Verluste noch höher von Seiten der Ukraine. Und nach meinen Berechnungen sind es ungefähr 25 und vielleicht sogar 30% vom Umfang der Technik, die aus dem Ausland geliefert wurde. Also so ungefähr, dass wenn sie es objektiv zählen, werden sie dem zustimmen. Aber soweit ich gesehen habe, in den öffentlich zugänglichen westlichen Quellen sagen sie auch ungefähr dasselbe. Они с этим согласятся. Но, насколько я видел из открытых источников, западных источников, примерно так они, мне кажется, и говорят. Вот. Von daher, die Gegenoffensive läuft und die Resultate sind zum heutigen Stand die, welche ich gerade genannt habe. Und was unsere Verluste betrifft, in verschiedenen Bereichen, also was das Personal angeht, soll es lieber das Verteidigungsministerium mitteilen. Also ich sagte ja, dass sie über 160 Panzer verloren haben und bei uns sind es 54. Und ein Teil von ihnen wird wieder repariert und einsatzfähig gemacht. 160, у нас 54. Часть из них подлежит восстановлению, ремонту.
Wenngleich auch der westliche Mainstream die Informationen über die Zerstörung eines so großen Anteils des gelieferten Kriegsgeräts in Zweifel zieht, so spricht die Forderung des mittlerweile stellvertretenden Außenministers und ehemaligen Botschafters in Deutschland, Andrzej Melnik, bekennender Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Bandera, dem in der Ukraine mehrere Plätze und Straßen geweiht und dem Denkmäler errichtet wurden, Bände. Er verlangt mehr Panzer. Dass die Ukraine sich überhaupt zu einer Gegenoffensive hat drängen lassen, ohne ausreichend vorbereitet zu sein, hat mehrere Gründe. Zum einen schwindet der Rückhalt in der Kriegskoalition. Ungarn scherte innerhalb der EU aus und blockierte weitere militärische und finanzielle Unterstützung seitens der EU, weil eine der wichtigsten ungarischen Banken auf einer ukrainischen Sanktionsliste als russische Unterstützerin stand. In der Slowakischen Republik deutet sich im September ein Wahlsieg der Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Fico an, der bereits bekundet hatte, aus der Kriegskoalition auszusteigen. Zum anderen dient der Ukraine-Konflikt auch dem Wahlkampf von Joe Biden um die Präsidentschaft 2024. Laut Einschätzung von Alex Christoforou von The Duran möchte er als kriegserprobter Präsident im Sinne eines Roosevelt dastehen. Überhaupt könnte die Präsidentschaftswahl 2024 das endgültige Ende der Unterstützung der Zelensky-Administration durch wesentliche Teile des Westens markieren, da zu den Wahlen gleich 4 Kandidaten antreten, die angekündigt hatten, die Unterstützung sofort zu beenden. Robert Francis Kennedy Jr. für die Demokratische Partei, der ehemalige Präsident Donald Trump und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, jeweils für die Republikanische Partei, und Colonel West, emeritierter Philosophieprofessor an der Harvard-Universität, für die neu gegründete People's Party, also Volkspartei, und die US-amerikanischen Grünen. Letzteres wird allerdings nur vermutet. Unterdessen geht das Rätselraten um den zerstörten Kachowka-Staudamm weiter. Selbstverständlich waren Westmedien schnell dabei, mit dem Finger auf Russland zu zeigen. Die haben es gesprengt. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach in seiner gewohnt blumigen Art von einem terroristischen Anschlag. Unwillkürlich kommen einem die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline in den Sinn, und tatsächlich werden diese Vergleiche auch jenseits des Mainstreams bereits hergestellt. Folgt man nämlich einer Cui Bono-Strategie und fragt nach den Profiteuren, so muss man konstatieren, warum sollte man sich selbst ins Bein schießen? Das Wasser überflutet mehrheitlich von ethnischen Russen bewohnte Gebiete und gefährdet außerdem die Versorgung der Krim mit Trinkwasser. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass keine aktuelle Sprengung und kein Beschuss, sondern ein Beschuss des Staudamms im November mit durch die USA gelieferten HIMARS-Raketen durch die ukrainische Armee den Damm bereits brüchig machte und dass der kontinuierliche Druck mittlerweile die Mauer zum Brechen brachte. Lediglich norwegische Seismologen wollen per Messung eine Sprengung des Staudammes nachgewiesen haben. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.